Ja, schön, dass Sie heute da sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich im Namen des IATs und der Bavaria Film und der FKTG Regionalgruppe München zu unserem heutigen Kolloquium begrüßen. Wir haben heute zwei Referenten der Firma Norcom zu Gast, den Herrn Pillmeier und den Herrn Freudendorfer. Sie werden uns heute das Thema Big Data näher bringen. Zunächst möchte ich Ihnen aber die beiden Referenten kurz vorstellen. Der Herr Pillmeier ist studierter Informatiker und leitet den Geschäftsbereich Software Solutions bei Norcom. Und der Herr Freudendorfer hat technische Physik studiert und leitet den Geschäftsbereich Broadcast. Und der Titel Ihres heutigen Vortrags lautet heute Redaktionelles Arbeiten auf Basis von Big Data Methoden aus der Rundfunk- und Fernsehperspektive. Bitte einen Applaus jetzt für unsere beiden Referenten. Dankeschön. Wie schaltet man da um auf die anderen Folien? Das macht der. Ja, dann darf ich Sie auch ganz herzlich begrüßen. Bin ich schon hörbar? Ja, ich vertrete zwar die Technik, aber Sie müssen keine Angst haben. Hier geht keiner als Programmierer raus, sondern wir werden uns dem Ganzen so nähern, dass es auch verständlich ist. Den Titel, den wir da gewählt haben, der klingt schon so ein bisschen nach einer Diplomarbeit. Deswegen lese ich ihn auch nicht vor. Aber auf zwei Dinge möchte ich da hinweisen. Das erste ist Big Data. Das ist das erste Schlüsselwort. Das wird mein Thema sein. Das heißt, auch den ersten Teil des Vortrags werde ich Ihnen dieses Thema ein bisschen näher bringen, was das eigentlich genau bedeutet, warum das jeden von uns jetzt interessieren sollte und nicht erst morgen. Und dann wird mein Kollege übernehmen, der Herr Frauendorfer, und der wird auf das zweite große Stichwort hier eingehen, nämlich auf das redaktionelle Arbeiten. Der wird also das, was ich erzählt habe, versuchen zu übertragen auf die Redaktionswelt. So werden wir also vorgehen. So, jetzt schauen wir mal, ob die Technik funktioniert. Wunderbar. Ich sage Ihnen ganz kurz was über die Firma Norcom. Wir sind ein Software- und Beratungshaus hier in München. Und es gibt uns schon eine ganze Weile, seit 1989. Wir sind ungefähr 130 Mitarbeiter. International ein bisschen mehr. Und unsere zwei Hauptstandorte sind in München und vor allem auch in Nürnberg, wo unser größter Kunde die Bundesagentur für Arbeit sitzt. Wir haben Erfahrung in der Medienbranche insoweit, als wir ein Produkt vertreiben, ein Redaktionssystem, für das vor allem auch der Herr Frauendorfer verantwortlich ist. Und die Kunden, die Sie aus der Medienwelt da kennen, das betrifft also diese Sparte. Meine Welt ist die Software. Für mich ist der wichtigste Kunde im Moment Audi, denn mit Audi zusammen machen wir derzeit ein großes Big Data Projekt. Und das werde ich bei Gelegenheit immer mal wieder erwähnen, wie da die Inhalte sind und was wir daraus lernen und was man eventuell auf andere Welten übertragen kann. Das ist also in kurzer Form die Firma Norcom. Damit will ich das eigentlich schon verlassen. Hier sieht man die Zweiteilung unseres Vortrags nochmal. Meine Frau ist Lehrerin, die kennt das Gefühl, dass sich die Räume von hinten füllen. Die Schüler kommen erstmal und besetzen die letzten Reihen und langsam geht es nach vorne. So, das ist die Zweiteilung unseres Vortrags. Ich werde also etwas über Big Data erzählen, warum das mehr ist als einfach nur viele Daten. Dann werde ich ganz klein wenig auf die Technologie dazu eingehen, denn ich will es nicht zu technisch machen, aber es ist interessant, es ist einfach mal interessant zu lernen, warum jetzt plötzlich etwas möglich ist, was vorher noch nie möglich war und was das eigentlich für eine Umwälzung bedeutet. Und das Dritte ist, warum Norcom glaubt, dass Big Data und Collaboration zusammengehören. Warum verändert Big Data die Art und Weise, wie wir alle zusammenarbeiten werden und sollen? Und das wird insofern wichtig sein, als wir glauben, dass das im redaktionellen Umfeld auch der Fall sein wird. Die Theorie gibt es von anderer Seite schon länger. Wir glauben, dass es durch Big Data nochmal forciert werden wird. Also das ist diese Zweiteilung und damit wollen wir ins Thema Big Data einsteigen. Das mache ich mir jetzt ein bisschen einfach, da ich nicht weiß, wie die Voraussetzungen sind. Ich nehme einen 5-minütigen Film. Der bringt uns alle auf den gleichen Stand, dann haben wir so ein bisschen Überblick, was es ist. Und bei mir geht es dann noch ein bisschen in die Tiefe. Der Film, der ist sehr, sehr gut aufbereitet
Und den würde ich Ihnen also jetzt kurz zeigen. Dauert ungefähr 5 Minuten, also ist überschaubar. Wenn man die Inhalte aller Keilschrifttafeln, Papyrusrollen, Shellac-Schallplatten, Videokassetten oder 3,5 Zoll Disketten zusammenzählt, dann hat die Menschheit vom Beginn der Zeitrechnung bis zum Jahr 2003 etwa 5 Milliarden Gigabyte an Daten erzeugt. Im Jahr 2011 sammelte sich die gleiche Datenmenge in nur 48 Stunden an. Und 2013 wird dieser Datenberg schon alle 10 Minuten anfallen. Mit den Daten, die allein im Jahr 2009 geschaffen und auf andere Datenträger kopiert wurden, ließen sich genügend DVDs füllen, um sie einmal zum Mond und zurück zu stapeln. Im Jahr 2020 wird dieser Stapel 44 Mal so hoch sein, also auf dem besten Wege Richtung Mars. Jede SMS, die wir verschicken, jeden Hyperlink, den wir anklicken, jedes Foto, das wir auf Facebook hochladen, jeder Stadtplanaufruf mit dem Smartphone, jeder Einkauf in einem Online-Shop und jede gesammelte Flugmeile verwandeln sich in einzelne Datentröpfchen, die das Datenmeer weiter ansteigen lassen. Für die Kunst, mit diesen Datenmassen umzugehen und sogar sinnvolle Anwendungen daraus zu entwickeln, haben Fachleute einen Begriff entwickelt: Big Data. Diese Kunst steht noch ganz am Anfang und doch haben wir schon täglich damit zu tun. Wenn ein Online-Shop uns wiedererkennt und sich an unsere letzten Einkäufe erinnert. Wenn die Werbeanzeigen auf der Nachrichtenwebsite uns auf wundersame Weise Reiseangebote für genau den Ort zeigen, nach dem wir gerade gegoogelt haben. Und wenn unser Digital-TV-Receiver uns Empfehlungen für den Fernsehabend unterbreitet, dann war mit Sicherheit im Hintergrund Big Data am Werk. Über kurz oder lang wird sich Big Data in eine Art Nervensystem für den Planeten verwandeln und alle Bereiche unseres Alltags berühren, von der Kultur über Erziehung und Bildung, Forschung und Wissenschaft, bis zur öffentlichen Verwaltung, dem Gesundheitswesen und dem Umweltschutz. Big Data verspricht eine Art Medien- und Konsumwelt, die ganz individuell auf den einzelnen Nutzer zugeschnitten ist. Suchmaschinen, Nachrichtenseiten und Online-Shops sollen für jeden Nutzer andere Inhalte präsentieren. Glaubt man dem McKinsey Global Institute, stehen der Wirtschaft goldene Zeiten bevor. Neue Geschäftsmodelle soll Big Data erschließen, mit neuen Analysewerkzeugen neuartige Produkte und Dienstleistungen hervorbringen. Unternehmen sollen transparenter und effizienter arbeiten. Selbst ärmere Regionen dieses Planeten sollen von dem neuen Datenreichtum profitieren. Schon heute werten Forscher in Kenia die Bewegungsdaten von 15 Millionen Handys aus und gleichen das Reiseverhalten der Bürger mit der Verbreitung von Malariaerkrankungen ab. Auf diese Weise können sie leichter die Ausgangspunkte einer Erkrankungswelle ermitteln. Auch die Politik hat den Trend mittlerweile erkannt. In den USA investiert die Regierung rund 200 Millionen Dollar in eine landesweite Big Data-Initiative. Und die EU hofft mit einer Cloud-Initiative auf rund 2,5 Millionen neue Arbeitsplätze und auf einen jährlichen Zuwachs des EU-Bruttoinlandsproduktes von 160 Milliarden Euro. Doch auf dem Weg ins vermeintliche Datenschlaraffenland sind noch viele Fragen ungeklärt. Wem gehören die Daten, welche die Menschen und ihre Geräte erzeugen? Wer hat das Recht, diese Daten zu sammeln, zu bündeln und auszuwerten? Wie hat man die Möglichkeit, seine eigenen Daten einzusehen, um sie gegebenenfalls zu korrigieren oder ihre Löschung zu verlangen? Wer sorgt dafür, dass Datenschutz und Privatsphäre überhaupt noch Beachtung finden? Kann der personalisierte und vorgefilterte Medienstrom dazu führen, dass wir wichtige Themen und Informationen nicht mehr mitbekommen? Wollen wir die Gestaltung unserer Zukunft wirklich ein paar wenigen mächtigen Internetkonzernen überlassen? Diesen Fragen müssen wir uns als Gesellschaft stellen. Wir dürfen die Antworten darauf nicht allein Wirtschaftsunternehmen und Softwareentwicklern überlassen. Im schlimmsten Falle kann Big Data zu etwas mutieren, das unsere schauerlichsten Vorstellungen vom gläsernen Menschen noch in den Schatten stellt. Im besten Falle profitieren Wirtschaft, Gesellschaft und jeder Einzelne von Big Data. Mehr zum Thema erfahren Sie in der Broschüre Digital Kompakt der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen. Jetzt kostenlos bestellen unter www.lfn-nrw.de. Oder holen Sie sich die App Digital Trends für Ihr iPhone oder Android.
So, das war also kurz zur Einführung, dass wir so ein bisschen auf dem gleichen Stand sind. Das ist das Wissen, das man sich aus Zeitungen anlesen kann. Also sowohl in der Zeit als auch in der Süddeutschen Zeitung gab es jeweils schon ein Wochenende mit einem Sonderteil Big Data. Und das bewegt sich ungefähr auf der Ebene. Und jetzt setze ich einfach mal voraus, dass wir alle auf dieser Ebene informiert sind. Jetzt wollen wir aber ein klein wenig tiefer in die Sache einsteigen. Wir haben also diesen großen Topf gesehen, diese kleinen Tröpfchen sind jetzt diese Informationseinheiten und die tröpfeln da alle in diesen unglaublich schnell wachsenden Datenpool ein. Da oben haben wir ein paar Symbole hingemacht, wo die alle herkommen, aber man kann sich ja mal veranschaulichen, was wir da heutzutage für Daten produzieren. Wenn Sie sich mal Ihren normalen Haushalt vorstellen, wenn Sie zum Einkaufen gehen, früher gab es eine nachvollziehbare Transaktion dabei, das war das, wo Sie vom Geldautomaten Geld abgehoben haben. Da haben Sie Ihr Haushaltsgeld für die Woche abgehoben, dann haben Sie es bar zur Kasse getragen, im Supermarkt, dann ist es in einer Registrierkasse gelandet, wo es auch blieb. Und damit war der Fußabdruck, den Sie hinterlassen haben und die Menge an Daten war extrem überschaubar. Heutzutage sieht der Haushalt und das Einkaufen ganz anders aus. Sie zahlen schon mit der EC-Karte in der Kasse, die Kasse ist vernetzt mit der Zentrale des Supermarktes. Das heißt, das hinterlassen Sie schon sehr deutlich, was Sie gekauft haben und wann und wie viel. Sie haben sich vielleicht vorher bei Google angeschaut, was Sie eigentlich in dieser Woche alles einkaufen wollen. Sie haben einen Teil davon vielleicht sogar online gekauft, bei Amazon oder Ähnlichem. Inzwischen können Sie die Lebensmittel online bestellen und liefern lassen. Das sind alles Daten, die wir hinterlassen, ohne darüber nachzudenken. Auf dem Weg zum Supermarkt haben wir unser Handy dabei. Es ist also verfolgbar, wir hinterlassen eine digitale Spur, wo wir uns bewegen. Und das existiert auch alles tatsächlich, diese Daten. Sie fallen an. Wir merken nichts davon und wir hoffen, dass nichts Schlimmes damit passiert, aber es passiert definitiv. Inzwischen ist es auch so, dass unser Auto die ganze Zeit etwas meldet. Während wir zum Supermarkt fahren, sagt unser Auto, wie es ihm geht, wo es ist, was wir so treiben. Deshalb haben wir ein viel, viel größeres Datenvolumen, das wir unfreiwillig und unbemerkt die ganze Zeit erzeugen. Das ist nicht per se was Schlechtes oder Gutes, das ist einfach so. Aber das sind diese kleinen Informationstropfen, die man sich da vorstellen kann. Die merken wir gar nicht, dass wir sie die ganze Zeit produzieren, aber alles, was wir elektronisch in die Hand nehmen, produziert diese kleinen Daten. Jetzt wandern die in diesen großen Topf, aber was ist der große Topf eigentlich? Das ist nicht das Rechenzentrum der NSA in den USA, sondern das ist einfach nur mal die Informationsfülle, die da ist. Und wir müssen uns Gedanken machen, was damit passiert und wie man damit umgehen kann und vor allem, wie wir sie nutzen können. Das Ganze trifft noch mehr zu in der Arbeitswelt. In der Arbeitswelt haben Sie ganz viele Daten, mit denen Sie sowieso schon umgehen müssen, mit irgendwelchen Laufwerken, irgendwelche Daten, die Sie zum Arbeiten brauchen. Dann entstehen da draußen oder durch Ihren E-Mail-Verkehr oder wo auch immer, entstehen unglaublich viele Daten, die Sie vielleicht interessieren in Ihrer Arbeit oder nicht, aber sie entstehen, sie haben irgendwas mit Ihrer Arbeit zu tun oder mit Themen, mit denen Sie sich beschäftigen. Und das Ganze in verschiedenen Formaten, nicht nur diese kleinen Informationseinheiten, das GPS-Signal, das ich hinterlasse, wenn ich mich mit dem Handy bewege, sondern die großen Daten da draußen, die YouTube-Uploads und die Flickr-Bilder und was auch immer. Ja, diese Dinge entstehen. Der Mensch kann nur eine bestimmte Menge Informationen verarbeiten. Also was passiert mit dieser ganzen Information? Sie fällt an, aber sie erreicht mich vielleicht nicht. Sie setzt mich aber vielleicht unter Druck. Es entsteht eine Menge an Informationen und ich weiß, dass da draußen eine Menge an Informationen zu meinem Themenbereich entsteht. Schneller, als ich sie lesen kann oder schneller, als ich sie verarbeiten kann. Fest steht aber, da draußen entsteht diese Information und zwar immer mehr und immer schneller. Das ist also die Arbeitswelt und das ist die Herausforderung in der Arbeitswelt. Das hier kann man ja auch auf einen Redakteur beziehen, der einen Artikel schreiben muss zu einem bestimmten Thema. Und es gibt immer mehr Informationen, die er dazu eigentlich verarbeiten müsste, das kann er gar nicht. Er kriegt diese Information vielleicht gar nicht, obwohl sie da draußen entsteht. Und das alles unter immer größerem Zeitdruck. Das gilt für die gesamte Arbeitswelt, vielleicht für den Redakteur noch mehr. Das ist die Big Data-Situation, in der wir stehen. Jetzt hat uns das Video gesagt, wie schnell diese
Kurve steigt, wie viele Informationen auf der Welt entstehen, wie viele Daten entstehen. Nur wo bleibt diese ganze Datenmenge? Was passiert damit eigentlich? Ja, unser Handy sagt, wo wir sind, aber was passiert dann eigentlich damit? Und dann gibt es so schöne Schätzungen oder Untersuchungen, wie viel der Datenmenge, die da jetzt in unglaublich schneller Zeit entsteht, wird eigentlich genutzt. Oder hier die Frage, ist überhaupt nutzbar? Und diese Schätzung geht davon aus, dass ungefähr 3% aller Daten können in irgendeiner Form genutzt werden. Um es zu nutzen, muss es irgendwo gespeichert werden, es muss verarbeitet werden können und man muss überhaupt erkennen, dass es nützliche Daten sind. Denn viele der Daten sind sowas wie mein Sohn, der ist 15, Lady Gaga postet etwas auf Twitter und mein Sohn schreibt einen Kommentar dazu und macht einen Repost zu seinen Freunden. Das ist ein Teil dieser Tropfen in Big Data. Jetzt ist die erste Frage, ist das überhaupt nützlich? Interessiert das überhaupt jemanden, dass mein Sohn einen Retweet von Lady Gaga macht? Die Antwort ist natürlich nein, das ist völlig irrelevant, für sich gesehen. Aber Big Data sagt, dass die Gesamtheit aller meines Sohns und aller anderen Kinder und aller Leute, die solche Retweets machen, dass das relevant ist, dass das nützlich ist und nutzbar ist, dass das eine andere Informationsebene ist als ein einzelner Tweet. Das sagt Big Data. Dass die Summe dieser ganzen Informationen mehr wert ist, als wenn ich sozusagen diesem einen Retweet einen Centbetrag zuweisen wollen würde und das mal Milliarden nehmen, das ist nicht der Wert. Sondern die Gesamtheit, die macht etwas aus, was es vorher nicht gab. Man kann es ein bisschen so erklären, was da passiert. Also was ich erklären möchte ist, dass Big Data mehr ist als nur viele Daten. Denn die Menge der Daten in der IT, die nahm immer schon zu. Das ist jetzt nichts dramatisch Neues, ja? Sondern wir können mehr Daten verarbeiten als noch vor 10 Jahren und vor 20 Jahren war es noch ein bisschen weniger. Das ist aber nicht Big Data. Big Data ist schon etwas völlig Neues. Das kann man ein bisschen so vergleichen. Die IT hat sich angestrengt, dass man mit Computern bestimmte Probleme sehr genau unter die Lupe nehmen kann und sehr genau berechnen kann. Sie haben in der Firma zum Beispiel die Umsatzzahlen. Inzwischen sind wir so weit, dass wir in der Firma sehr viel über die Umsatzzahlen rausbringen können und man kann unglaublich viel daraus ableiten und wer da in der Finanzabteilung ist, kann sich selber ausmalen, was man alles für Berichte machen kann und was ich da für Weisheiten daraus gewinnen kann. Aber jetzt sind wir in einer neuen Welt, denn jetzt sind wir in dieser Welt. Jetzt sind wir in der Welt, wo wir Probleme lösen können, die immer das ganze Buch betreffen. Ich muss mir nicht mehr aussuchen, was ich anschaue, sondern ich kann immer alles anschauen. Das ist Big Data. Das ist der große, fundamentale Unterschied. Das ist das, was in den letzten 10 Jahren in der IT passiert ist und das erst jetzt so ein bisschen ins Bewusstsein der Gesellschaft und der Firmen dringt. Also Big Data ist mehr als nur viele Daten, sondern Big Data ist, dass sich der Informationshorizont dramatisch erweitert hat. Und was da passiert ist, das wird immer gern unter dem Schlagwort Analyse zusammengefasst. Kein Mensch kann immer das gesamte Buch oder die gesamten Daten betrachten, denn das, was der Mensch verarbeiten kann, hat sich nicht verändert. Ich kann immer noch eine bestimmte Menge an Informationen pro Minute abarbeiten als Mensch. Das ist nicht mehr als vorher. Und wir sind in der jetzigen Arbeitswelt alle schon nahe am, sag ich mal, am maximalen Füllungsgrad. Was jetzt aber möglich ist, irgendjemand nimmt dieses ganze Buch, nämlich die Maschine, und liest es die ganze Zeit komplett. Und nicht nur das Buch, sondern alle Bücher. Und das magische Wort dazu ist Analyse. Eine Maschine analysiert die ganze Zeit alle Daten, die ganzen Daten, von denen wir gerade gesprochen haben. Und Analyse ist ein Wort, das sagt alles und gar nichts. Ich werde also noch ein paar Worte darüber verlieren, was eigentlich Analyse bedeutet. Aber Sie können sich so vorstellen, ich lese die Bücher nicht mehr selber, denn ich kann nicht schneller lesen, als ich jetzt lese. Aber ich habe jemanden, der liest alle Bücher und er macht mich darauf aufmerksam, was für mich relevant ist an diesen Büchern. Ja, jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe, habe ich jemanden, ich habe alle Bücher der Welt gelesen. Folgendes ist für dich wichtig, das ist Big Data. Das kann Big Data leisten, was vorher nicht möglich war. Und wie das geschieht, da werde ich Ihnen jetzt noch ein bisschen was im Detail erzählen.